Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Fullerton. Ja, gucken wir mal, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ja, man sieht mich mit meinem Handy. Ah ja, wir sind in der Höhle fest gewesen jetzt und kämpfen jetzt erstmal gegen diesen hübschen Trainerchen. There are my mushrooms. Okay, das sind deine Pilze. Interessant. Ich möchte auch ein paar Pilze. Die riechen immer so gut. Und danach fühle ich mich so super. Ah. Ein Vibrak. Ey, das habt ihr nicht gesehen. Nein, das habt ihr nicht gesehen. Nein, 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 nein. Best Commentary ever. Ich werde demnächst auch eventuell ein Intro machen oder machen lassen, kommt drauf an, ob ich es hinkriege oder nicht. Weiß halt noch nicht, wie ich Intro machen soll. Weiß zwar, wie ich das Intro an das Video einführen kann, dafür habe ich schon ein Programm, aber noch nicht, wie ich es machen soll. Weiß ja nicht. Genau. Aber erstmal grillen wir hier die ganzen Gegner und trainieren dadurch ein bisschen. Das ist doch immer ein bisschen gut. Und dann nicht. Yay, gegrillte Zubats. Ich hab gehört, das schmeckt nach Hühnchen. Und besiegt. I blew it. Okay. Keine Ahnung, was das heißen sollte. Gehen hier mal nach. Echt? Und sammeln das Item ein. Gegengift. Weiß nicht, wieso man das jetzt ausgerechnet in der Höhle findet, aber... Und Pokémon. Yay, gegrillte Zubats wieder. Ich mag gegrillte Zubats. Aber den schlagen wir jetzt volle Pulle ins Gesicht. Werden wir treffen. Ja, das könnte etwas schwieriger werden. Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu riskant, jetzt mit Verwirrung es anzugreifen. Weil, ja, ich bezweifle, dass der Weg jetzt noch schon langsam zu Ende ist. Ich glaube, der dauert noch ein bisschen. Ich meine ja nur, die letzten paar Routen waren auch total lang. So 10, 20 Millionen Kilometer oder sowas. Und Kleinsteins habe ich keinen Bock drauf. Demnächst sollten wir uns auch wieder ein neues Pokémon fangen. Das wäre doch eine gute Idee, oder nicht? Und Retorette ist doch komisch. Könnte dran liegen, weil mir nichts einfällt. Ein Pipi. Eins der Pokémon, die ich am meisten hasse. Weil, keine Ahnung, ich hasse sie einfach. Wieso hält es mein Glut aus? Ah, Hoffnung an der Menschheit verloren. Das ergibt zwar gar keinen Sinn. Ey, nein! Ich treffe den Knopf nicht. Yay! Pummeluff! Na, 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 Pummeluff! Kennt jemand dieses Lied noch? In im Pokémon Anime hat ja Pummeluff immer ein Schlaflied lang gesungen. Toll. Das ist unser hübsches kleines Starkill in dieses Pummeluff verliebt. Starkill ist verknallt, wie süß. Ein bisschen Ärger muss sein. Komm schon, greif an. Ja, endlich. Er musste seine große Liebe vernichten. Arme Sau. Immer wenn der Bildschirm wechselt, sieht man mich mit meinem Handy. Frag mich, ob man mein Gesicht eigentlich sieht. Ah.
Gut, dass jetzt ein paar Käfer-Pokémon kommen, dann können wir die brutzeln. It's super effective. Habe ich eigentlich schon Paras gefunden? Wenn nicht, Paras wären eigentlich mal ziemlich gut, welche zu finden, weil die droppen manchmal. Das ist dieser Typ, den ich meinte. Das ist dieser eine Trainer, der nach dem Kampf sagt, ich wollte dich doch nur töten. Er sagt am Anfang, drei, also stirb. Ja, das ist so ein Mörder. Wieso der mich jetzt mit Pokémon angreift? Kein Schimmer. Anstatt einfach nur ein Messer zu zücken und mich einfach eiskalt umzubringen. So echt jetzt. Die Mörder von heutzutage sind auch nicht mehr das, was sie waren. Letzte Woche haben versucht, mich 7 zu töten. Nein, war Spaß. Ich wäre wenigstens heulend nach Hause gerannt, wenn sowas passiert wäre. Oder ich wäre gestorben. Also ist das sehr unwahrscheinlich, dass das jemals passiert. Aber man weiß nie, was passiert. Ich könnte zum Beispiel morgen nicht mehr leben. Guck. Nein. So. You made me mad. I was going to kill you. Du hast mich traurig gemacht. Ich wollte dich doch nur töten. Oder irgendwie sowas. Oh. Ja, ich habe die Bildschirmbrightness so hoch, dass man halt so während der Aufnahme jetzt mein Spiegelbild nicht wirklich erkennt, außer jetzt mein Switch. Das Bild ist jetzt so hell, dass man halt manche Sachen nicht sieht. Und praktisch, dass jetzt ein Paras kommt. Ne WhatsApp. Schade, dass er das nicht fangen lässt, wenn man es besiegt. Man muss es nämlich fangen oder Diebstahl einsetzen. Oh, jetzt sind wir hier. In Carter Cave. Yay, wie viele tausende Trainerkämpfe kommen noch. Egal, wir haben es ja bald geschafft. Würde ich hoffen. Diesen Part will ich jetzt wirklich durch die Höhle kommen. Hoffe ich. Ich hoffe mal, der nimmt das so auf, wie ich das will. Und macht das nicht schon wieder so hochkant. Täte ich total dämlich finden, wenn er das jetzt machen täte noch. Ja. Nein, das lass. Komm, wir schicken mal Lumprero wieder in den Kampf. Ist zwar ein bisschen risky, aber no risk, no fun. Vor allem ist es ja gleich ein Level up. Ich bezweifle, dass uns die Level 10er jetzt noch one-hitten wird. Siehste. Ein bisschen heilen können wir uns dabei auch. Boah, passt schon. Nur Rundenschlag und schon ist das Ratzfratz tot. In der ersten Generation war das immer so witzig, wenn man so einen Topsy in den Kampf geschickt hat, sah das so aus, als hätte das Topsy so heulen. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich habe früher als Kind immer gesagt so, oh, ein heulendes Topsy, Ratzfratz tot. Keine Ahnung, was das für einen Sinn ergeben sollte, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt, aber ich kann es halt. Wisst ihr? Na, wir haben jetzt hier gegen einen Nachteil, weil ich glaube, Gift Lucas oder sowas. Das heißt, extremst uneffektiv. Komm schon. Übertreibst du nicht jetzt ein wenig? Wollte gerade sagen, wenn das noch einmal passiert, lebe ich. Yep. Greifen wir mal lieber mit Nature Power an, weil das ergibt ja Spucke. Ernsthaft jetzt, Leech Leaf. Nicht hilfreich. Und es ist sehr effektiv, toll.
turns into Shadow Ball. Schattenballattacke. Yay. Deswegen hasse ich Zubat. Eigentlich hasse ich nur Zubat, weil es extrem nervig ist. Das Schlimmste auf der Welt wäre, wenn sich ein Tentacha und ein Zubat fusionieren täten. Das wäre das nervigste Pokémon, was je existiert hätte. Weil es täte in den Höhlen und auf dem Wasser andauernd auftauchen. Und höchstwahrscheinlich auch auf den Routen. Das ist das Blöde. Weil es... ja... ja, eine kleine Metallklaue und dann ist dieses Dicta tot. Manche denken, Dicta wäre ein Wurm. Also ich finde, das ist eher ein Maulwurf, in der wie ein Wurm, also so ein Wurmschädel hat. Finde ich jetzt. Ich kenne einen YouTuber, der meint, es wäre ein Regenwurm. Ich weiß jetzt nicht mal, welcher das war. Nein, Escape Rope, das heißt nichts Gutes. Zu viele Pokémon. Ja, Nincada. Es kann sich zu Ninjask und gleichzeitig zu Ninjaturm entwickeln. Weil wenn man einen Nincada trainiert und es sich weiterentwickelt und man einen weiteren Platz frei hat, kriegt man noch einen Ninjaturm. Das ist sozusagen die Schale dieses Pokémons. Und der Verstand hat auch ein Pokémon. Und das ist eigentlich irgendwie witzig. Ah, geht doch. Nein. Runter, rüber, runter. Mann, dieser Weg ist so nervig. Und die Pokémon auch. Nach einer Zeit hat man echt keinen Bock mehr. Das ist einfach nur nervig. Also ich weiß nicht, ob das... nee, ich glaube eher nicht. Ich guck gleich mal, ob ich irgendwie auf irgendeiner Weise ein Intro erstellen könnte. So ein Anfangsintro, so ein richtig billiges. Einfach nur so, um zu gucken, wie das so ist. Und es davor packen vielleicht. Wenn nicht, dann habt ihr halt ein Video ohne und Intro, so wie die anderen. Davon geht ja die Welt nicht unter. Noch nicht. 2025 wird davon die Welt untergehen. Fragt mich, wieso ich, woher ich das weiß. Ich weiß es halt. Weil, na okay, ich weiß es nicht. Ich hab gelogen, ich bin ein Lügner. Tötet mich. Nein, war Spaß. Yay, ein Trank. Werden aber gleich durch die Höhle durch sein, hoffe ich. Boah, das ist richtig nervig so zu spielen. Von... ah, jetzt siehst du relativ gerade mal, wo die Knöpfe sind. So ganz leicht ange... oh nö. Arena Trap. Arena Falle. Mann, die Fähigkeit von ihm ist nervig. Kann das sein, dass ich die ganze Zeit sage, dass alles nervig sei? Mann. Also positiv ist das nicht gerade. Und noch ein Pokémon. Komm schon, das Kleinstein killen wir jetzt. Ist das erste Kleinstein, was nach 200 verschiedenen Pokémon da aufgetaucht ist. Okay, nicht verschiedene, aber nach 200 Pokémon mindestens aufgetaucht ist. Und es überlebt einfach noch. Was ich nicht verstehe, wieso kann ein Kleinstein Lehmsula? Die Attacke bringt nur was, dass Elektroattacken schwächer sind. Nur das Blöde ist, Elektroattacken sind gegen Gesteins-Pokémon so oder so uneffektiv. Also haben gar keine Wirkung. Also ist das eigentlich relativ dämlich, dass Kleinstein diese Fähigkeit hat. Okay, wenn man das in Tag-Team spielt, jetzt mit einem Vogel-Pokémon oder einem Wasser-Pokémon zum Beispiel.
Dann ist es wieder was anderes, weil man es taggt. Und wieder ein Trainer. Und wir sind schon bei 15 Minuten. Yay! Yeah. In letzter Zeit mache ich meine Videos oft über 15 Minuten lang. Liegt daran, dass ich jetzt endlich die Funktion frei habe dazu. Und weil ich einfach Bock drauf habe. Es kommt halt gerade drauf so an, was für eine Laune ich habe und wie viel Bock ich drauf habe, das Spiel jetzt zu spielen. Kommen auch so und so lange Folgen. Aber im Ton macht es eigentlich relativ Spaß. Nur ich will jetzt nicht wirklich jeden Tag hochladen, weil manchmal habe ich keinen Bock aufzunehmen. So ungefähr jeden zweiten Tag. Deswegen ist jetzt in letzter Zeit das in Abstand gekommen, was ihr sicherlich gemerkt habt. Ja, so viele Zuschauer habe ich eigentlich gar nicht, dass so viele bemerken sollten. Aber trotzdem, ich finde, dass es ist zwar immer noch regelmäßig, aber trotzdem, ich würde schon gerne jeden Tag eins hochladen, aber das kriege ich halt nicht wirklich hin. Zum Beispiel muss ich am Wochenende auch wieder Hausaufgaben machen, weil jetzt ist ja eigentlich Wochenende. Das finde ich geil. Nur das Blöde ist, meine Stiefmutter ist da und die regt richtig auf. Einmal hat sie mir irgendwas befohlen, in Anführungsstriche, also in einem Befehlston gesagt, dass ich irgendwas machen soll. Und dann habe ich halt etwas lauter geatmet. Oder eher gesagt, schon fast gegähnt, weil mir... Ja, ich war ein bisschen müde. Und dann hat sie mich angemeckert, weil ich zu laut geatmet habe. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Sie hat mich angemeckert, weil ich zu laut geatmet habe. Ich sag nur, was stimmt bei ihr nicht? Und mein Bruder hat sie zum Beispiel angemeckert, weil er angeblich ihren Ketchup benutzt hat. Der Ketchup gehörte aber meinem Vater. Ja, bei uns ist das so ein bisschen getrennt. Der hat das und der hat das. Das liegt an Claudia, weil holt sich immer irgendetwas und sagt dann immer, das ist meins, ihr dürft davon nichts haben. Und deswegen hat jeder sein eigenes Zeug schon fast. Yeah, Level 25, wir sollten nachher mal Lombrero trainieren, aber erstmal bis zum Pokémon Center laufen. Weil in dieser Höhle können wir jetzt gerade momentan Lombrero schlecht trainieren. Nein. Da ist die Taste. So. Jetzt mal gucken, wo wir überhaupt lang müssen. Boah. Schade, dass ich keine Repel habe, sonst könnte ich jetzt... Ah, interessant. Och man. Wie viele Treppen und Schlängelungen kommen denn noch? Das ist nicht so prickelnd. Ich finde es zwar toll, dass man eine schöne... Die Höhle ist eigentlich schon relativ geil, aber... Sie ist extrem lang und langweilig. Schwimmt da ein Lapras im Wasser? Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Ups, ich laufe die ganze Zeit gegen die Wand. Ey. Laufe ich überhaupt gerade richtig? Ich bin mir nicht so sicher. Das sieht nämlich eher so wie so eine Plattform für legendäre Pokémon aus. Ernsthaft jetzt. Sieht nicht so aus, als käme jetzt der Höhlenausgang. Aber tatsächlich, da ist eine Leiter nach oben. Warte mal, da hinten ist auch noch was. Ey! Nö, da will ich jetzt hoch. Hey! Ach, Mann, ey. Ich glaube, irgendwann werde ich diese scheiß... Kämpfe skippen. Einfach, weil es einfacher ist für mich. Weil... So.
Ist hier ein Item oder geht's hier einfach? Ja, einfach nur ein Item. Kann man wahrscheinlich später auch noch mal hin und. Geil! Diebstahl! Eine Unlichtattacke. Ups, das war hoch. Egal. Ey, nein, zurück. Tim Case open. Oh, Wasserpuls. Rock Tomb Attract Thief. Ich hab Sieb gesagt. Lombrero kann's lernen. Geil. Welche Attacken sollen vergessen werden? Fake Out. Ich mag die Attacke nicht. Sie ist so gut wie nutzlos. Am Anfang des Kampfes. Boah, Gegner schreckt zwar zurück, aber die Attacke ist einfach schwach und du kannst sie nur einmal in einem Kampf verwenden. Also pro Pokémon nur ein einziges Mal und das am Anfang des Kampfes. Das bringt einfach nichts. Das ist zu schwach. Wäre das so eine 100er... Nein, nicht 100er. So eine 80er Attacke oder so eine 90er Attacke. Ey, dann wäre die Attacke Oberhammer geil. Weil man könnte sie zwar immer noch nur einmal einsetzen, aber am Anfang des Kampfes Oberhammer schaben und zurückstrecken. Das wäre geil. Dann wäre das mit dem, dass das nur einmal eingesetzt werden kann, wäre das sogar noch aushaltbar. Okay. What? Don't sneak up on me. Okay. Gegen den hätten wir jetzt nicht unbedingt kämpfen müssen, aber... Super Nerd Joe Van. Oh, Magnemites. Cool. Oh, nur noch 5 AP. PP. Ja, AP, PP ist das... Das ist dasselbe. Powerpoint oder Attack oder Angriffspunkte. Cool. AP kann man eigentlich auch auf Englisch verwenden. Attack Points. Verstehe nicht, wieso es dann auf Englisch dann PP heißt. Oder es täte auf Deutsch auch PP heißen dann. Weil PowerPoints, das ist eher ein Programm für, von Windows, aber... Okay, Kraftpunkt. Ja, okay. Ich weiß schon, wieso. Aber dann hätte man ja LP verwenden können für Lebenspunkte. Oder Kraftpunkte. Halt. Stattdessen. Und nach diesem Kampf speichere ich. Wir haben es mal wieder nicht geschafft. Dann kann man mal sehen, wie lang die Höhle lang ist. Wir haben jetzt über 40 Minuten gebraucht und sind immer noch nicht durch die Höhle durch. Das ist einfach nur krass. Also werde ich jetzt erstmal speichern und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr auch ruhig abonnieren. Und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch Daumen runter geben. Jedenfalls, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ciao, bis zum nächsten Mal.